Huh. Ha, da bin ich wieder. Das höre ich ja gerne. Wisst ihr da schon? Ah, die Nerven sind jetzt nochmal unterwegs, ne? Oder war nochmal unterwegs, weil. Ups. Ich war im Action, Teddy und Kick. Oh, sorry. Oh, leck. So, ich schaue jetzt die Tüten mal bei. Und dann zeige ich euch mal. Oh, leck, nicht am Nacken. Weil ich da so alles ergattern kann. Die Katastrophe nimmt ihren Lauf. Na, so. Also, ich war im Action, aber das ist schon ein paar Tage her. Da nicht mehr hier diese Blöcke gekauft. Na, das sind die in diesem schöne Rosa. Toll, oh, guck mal da. Oh ja, oh ja, oh ja. Ich weiß es gar nicht, habe ich die schon mal? Oder was weiß ich? Habe ich die noch nicht? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Aber die sind so, so schön. Ich war ja jetzt schon Paramount Action gewesen, weil ich unbedingt die Lux Paper Blöcke da wollte. Ne? Vor allem der in dem Sea Life Ding. Ne? Gefällt mir so wahnsinnig gut. Ne? Aber unser Action hat sie nicht. Ne? Den habe ich halt zweimal mitgeholt. Weil ich es schön fand. Das Papier ist so schön, sage ich jetzt mal, so neutral. Ne? Obwohl es ja ein bisschen arg gemustert ist und so, aber finde ich ganz toll. So, dann habe ich hier noch so Set. Wie heißt es denn jetzt? Da so Pflegeset mitgeholt. Ne? Schadet ja nichts, ne? Wenn man das so rumleier hat. Dann, ach du Scheiße, hier frisch nochmal alles das Sache. Dann hier die Dokumente-Folder. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Die habe ich mal nämlich geholt. Ich muss mal gucken, ob das doch funktioniert. Für Schütteldinger, ne? Ah ja, das könnte funktionieren. Das ist möglich, dass das geht. Das wäre super. Das freut mich. Weil die sind wirklich richtig schön klar. Das wäre was. Okay. Habe ich mal nochmal gut gemacht. Ich bin nochmal richtig stolz auf mich. So. Kommt mal aus dem Bild. Ich werde direkt schon irgendwo hingeschmissen, wo ich es nachher nicht mehr finde. So. Dann habe ich das da mitgeholt. Das habe ich schon gehabt. Aber ich finde das so toll. Dat, ne? Macht doch irgendwie was daher. Ne? Guckt mal. Finde ich super. Also habe ich es nochmal mitgeholt. Ich habe noch ganz viel Schwarz-Weiß-Bilder. Das habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt, wo ich mal die bei eBay ersteigert habe. Ja, die müsste ich nur noch mal finden. Ne? In meinem Döner. Am Ende vom Video muss ich euch noch was fragen. Und da hätte ich mal gerne anständig Antwort drauf. In die Kommentare. Oder per E-Mail. Oder was weiß ich. So. Jetzt habe ich mir dann noch die Aufkleber mitgeholt. Jetzt guckt euch mal an, wie schön die sind. Ne? Normalerweise gefällt mir Tier-Aufkleber und so gefällt mir gar nicht. Ich mag das nicht. Ne? Ich mag kein Vieh irgendwo draufkleben oder so. Ne? Aber ich finde den Toucan da, ne? Den finde ich so toll. Jetzt muss ich mal kurz die Schleichwerbung machen. Bei uns im Saarland, da gibt es den Lampe Kaiser. Ne? Der Sohn vom Lampe Kaiser war mit mir in der Klasse. Und der hat eine Lampe, ne? Der war so Toucan. Und dann so massiver Fuß, der ausgesehen hat wie Ascht, ne? Und da hat der Toucan drauf geguckt. Seitdem, wenn ich so Vögel sehe, denke ich immer an diese Lampe. Der Hammer. Ja, das ist die Rückseite. Also das finde ich jetzt mal richtig toll, wie die das Viehzeichler mit den Blümchen. Das ist mal was ganz anderes, ne? Finde ich richtig toll. Dann die Dor. Guckt mal, die Blumen da. Wow, ey, ne? Die, gut, die müsste man sich dann halt noch ein bisschen näher am Rand vorbei ausschneiden, ne? Weil sonst sieht es ja wirklich, ne? Ein bisschen wirklich wie nur Aufkleber aus. Das da, ne? Wow. Ich habe immer so viel Idee. Ich komme gar nicht. Wisst ihr, was ich jetzt machen will? Ich will jetzt mal nochmal mehr Puzzleteile machen. Ne? Puzzleteile war ja wirklich mein Fall. Und ich denke, so was eignet sich hervorragend für meine Puzzleteile. Das da habe ich schon noch zweimal mitgeholt. Wegen dem. Könnt ihr euch schon vorstellen, ne?
wie dem Totenkopf. Dann das Tor. Toll. Also fantastisch. Ne? Wie schön. Ich weiß jetzt nicht, ob man an der Kamera so schön sieht, wie schön jetzt diese Pflanze zum Beispiel glitzert. Es ist einfach wunderschön. Also die da sind richtig gelungen, ne? Finde ich jetzt. Ne? Die sehen echt richtig toll aus. So, dann noch Lama. Obwohl Lama mit mir Fall ist. Aber guck mal, alle in der Kaktus da, ne? Was toll, was du da schöne Sache damit machen kannst, ne? Wie gesagt, ich denke, dass ich nochmal Puzzleteile mache. Weil das ist mein Ding. Da habe ich nochmal Totenkopf, ne? Toll. Die sind richtig toll. Dann habe ich von meiner Töchter hier mal so Flasch mitgeholt. Ich hatte eine von Venus, von dem Rasierer. Da war mal so Aktion, wo man so Flasch dann dazu gerät hat. So Annie in Pink. Ja, die ist da runtergefallen, ist oben kaputt, schließt nicht mehr. Jetzt habe ich gedacht, also ich weiß jetzt, dass die da 99 Cent kostet hat. Ich muss jetzt mal gucken, ob da auch nichts rausläuft, wenn man so schief fällt oder irgendwie was. You are perfect. Genau. Das passt zu meinem Töchter hier. Also, das ist das, was ich so immer sah, ne? Ja, dann. Also, da war Teddy. Warte, ich kann es gleich. Kann schon um Stunde handeln. Dann habe ich Sakrotan. Ich muss mal gucken, bin ich da überhaupt am Start? Oder habe ich nur noch mal irgendwo rumgefuhrwagt? Ne, es läuft. Ah, super. Ne? Habe ich Sakrotan. Ne? Das hat im Action 99 Cent kostet, habe ich zum ersten Mal entdeckt. Das deal ich sofort mitgeholt. Ich, alter Desinfektions-Chunky. Ne? Optimal. Ist so toll, hat so einen tollen Geruch. Zieht auch ganz flott in. Also der Geruch ist super. Muss ich echt sagen, ne? So. Sofort weg. Sofort weg. Ihr habt gesehen, ne? Wie nass es war. Sofort weg. Da. Einwandfrei. Super. 99 Cent steht beim Lidl an der Kasse vor 1,79 oder 1,99. Ich bin mir nicht sicher. Da hatte ich nämlich noch gedacht, sagen wir vor so Fläche 1,79 oder 1,99. Was ist mit auch nicht richtig, ey? Unfassbare Szene spielt sich alles ab, ne? Und da habe ich direkt zwei mitgeholt. Das andere habe ich schon in der Jackentasche. Ja. Ich wollte es jetzt auch nicht übertreiben, ne? Ich hätte mir jetzt wahrscheinlich am liebsten das ganze Regal mitgeholt, ne? Aber ich wollte erst mal wissen, wie es riecht. Und ich mache im Geschäft grundsätzlich nichts auf, ne? Normalerweise. In äußersten Notfall vielleicht mal. Aber komm, da habe ich gedacht, du kannst ja nicht verkehrt machen. Aber guck. Ganz drucke sind die Hände jetzt nochmal, ne? Einwandfrei. So, dann habe ich mal die Tüte noch mitgeholt. Weil ich auch Plätzchen verpacken wollte. Gut, das ist jetzt nicht wirklich weihnachtlich, ne? Aber ich habe auch sonst nichts gefunden. Ne? Und da habe ich gedacht, komm, hält da so ein Tütchen mit. Da tue ich dann Plätzchen drin stoppe. Ja. Ja, für die so Wasche. Mal irgendwie zu verschenken. An Leid, wo ich doch nicht hingehe, auch als Truppen. Ich gehe ja nirgends hin eigentlich. Das ist ja der Hammer bei der ganzen Sache, ne? Dann habe ich mal noch diese Repair. Eine Minute Maske mitgeholt. Für trockenes und geschädigtes Haar. Ich habe mir nämlich jetzt zum ersten Mal seit bestimmt einem Jahr oder länger die Haare nochmal gefärbt. Ich zeige es euch mal. Gerade sind nämlich jetzt schwarz nochmal. Wie mir so den Fuß ins Bild gehalten hat, halte ich mir hoch an Bild. Ich wollte eigentlich wie Timo, ich kann nicht schon nur mal Timo Finger sagen, wie Fimo Tinker immer sagt, ein Bratze-Video wollte ich gerne machen. Ja, aber ich habe gedacht, heute ist mein Antlitz nicht wirklich zeigenswürdig, so irgendwie, ne, lass mal das gleich mal hin. Dann habe ich noch Dusch das für Men mitgeholt. Endlich steht schon in der Dusch. Das hat, ja gut, das ist, wenn, gut, also am besten, Duschlas kaufst man am besten im Lidl, wenn sie im Dreierpack im Angebot sind, ne? Dann kostet sie, glaube ich, 1,50, also 1,40, 1,50, 3 Stück, ich bin mir jetzt nicht sicher, gut, das hat jetzt 80 gekostet, ne? Ist natürlich, aber ich habe es gebraucht, da habe ich da gerade mitgeholt, oh, leck. So, dann, manchmal am Teddy noch die. Achso, jetzt sind wir hier nehmen im Ex-Zimmer noch nicht durch. Moment. Ich muss jetzt erst die Reihenfolge beachten.
Die habe ich mir im Action noch geholt. Und ich habe gesehen, Nebelglück hat die auch geholt. Sicher, zwei Bekloppte, derselbe Gedanke. Ich mache ja eigentlich nichts Weihnachtliches großartig, ne? Ja, egal. Was ich habe ich, ne? So. Dann war ich im Teddy. Da habe ich mir die Schlüsselringe da mitgeholt, eine Euro, ne? Da sind 10 Stück drin. 15 sogar, wow. Hat ich ein Schnäppchen gemacht. Dann habe ich mal die Glitzerständchen noch mitgeholt. Seht ihr das? Komm, ich mache ins Ofen. Ich mache sie eh bald auf. Vor nochmal blindlings irgendwo drauf zu klatschen. Guckt mal. Ist es nicht toll? Ist es nicht toll? Ich bin ja eigentlich nicht der Buntbastler, ne? So jetzt an sich, ne? Aber jetzt lure auch mal die Ständer an. Die konnte ich ja jetzt nicht im Regal lassen, ne? Jetzt mal ernsthaft. Guck mal, wie toll die sind. Ist das nicht ein Traum? Ach, du liebe Güte. Ach, du liebe Güte. Ach, ja, komm, ich lasse gerade auf. So. Dann habe ich mal noch die Lesezeichen-Dinger Jello. Motivhaft-Notizen mitgeholt. Guckt mal. Ist es nicht süß? Die sehen so putzig aus. So. Ah, und noch eins. Lo, guck hin. Ja, hätte mich ja gewundert, ne? Ich habe nochmal wild zugeschlagen, wie immer. Da habe ich dann zweimal mitgeholt. Warum? Ach, immer. Ich bin mir da manchmal nicht so wirklich sicher. Dann habe ich hier Schutzengelchen mitgeholt. Als ob ich so nicht selber bastle, Kind, ne? Aber ich habe mal so mitgeholt. So zum Verschenke. So an meine Familie jetzt. Ja. Weil ich fand die ja richtig süß. Da hat eins 1,50 € gekostet. Ich habe mich richtig in Unkosten gestürzt. Ey, hammerhart. Ich bin immer selber mich schockiert. So, da war ich noch im... Wo war ich noch? Wie heißt das Ding noch? Kick? Ah ja, im Kick. Da habe ich das in der Wühlkiste gefunden. Das ist so Kartenspiel. Shuffle Cards. Ich habe keine Ahnung, was man damit macht, aber die Dr. Pippa. Keine Ahnung. Ja, die Bilder sehen gut aus, ne? Habe ich gedacht, hol mal mit. Kann man so damit sehen? Muss man nur gucken. Nix, ne? Ja, egal. Ich werde schon mal damit anfangen können, ne? So, dann habe ich mal diese Gläser nochmal mitgeholt. Ne? Ich hatte ja in May Fauxpas vom letzten Mal gezeigt, ne, wo mir dann die Gläser runtergefallen sind und waren kaputt. Also das war schon ziemlich ärgerlich, ne? Die sind toll. Dann habe ich beim... Ah, die habe ich noch im Teddy gekauft. Haut. Beim, bei der Britta vom Kanal Links. Das hat sich die geholt. Und jetzt habe ich mal die Arme so holen, ne? Ich wäre ja jetzt wirklich nicht so, dass ich nicht millionenfach Glitzer schon hätte. Nee, die haben mir so 8 noch bei, ne? Weil jetzt, ja, ist ja dann, wasche. Ja, egal, wisst ihr Bescheid, ne? Ich bin halt ein Freak. Ah, dann habe ich hier noch vom Teddy, das war dann von heute. Ja, weil ich war zweimal im Teddy. Das war jetzt von der Woche irgendwann, ne? Da hatte ich jetzt gedacht, komm. Ich hatte mir noch überlegt, ob ich es zeigen will oder nicht, ne? Ich habe ja manchmal auch meine Geheimnisse, ne? Ja, ich denke, komm. Zeig schon mal, was du so alles ergattert hast. Das war dann da noch. Ey, das ist auch so schön, ne? Gefällt mir so gut. Toll. Ich weiß nicht, was das ist, das, ne? Ich bastle kaum so Sachen, aber die Sache gefällt mir ja auch so gut, ne? Das ist ja das, ne? Das ist ja das Schlimme bei der ganzen Sache. Dann die da. Sind sie nicht süß? Ich habe ja von der Britta so Stempelkrit mit dem Aquarium, also mit dem Aquarium da, ne? Mit dem, wie heißt das? Mit dem Fischglas. Mit dem Fischglaskasten. Und da kann man die Sau schön auch so rinkleben, ne? Das war die Idee, die ich da hatte, wie ich mir die gekauft habe, ne? So. Dann war das jetzt alles vom Teddy. Warte mal.
Ah, nee, beim Kick kann ich mal noch so Kopftuch kauft. Dass man dann auch, wie gesagt, Lord zum Dings und Tralala machen kann. Weil, ja, jetzt zum Beispiel, wie ich mal die Haare gefärbt hat und habe das halbe Gesicht mitgefärbt, hätte ich so was gebraucht, dass man die Ränder nicht so sieht. Deswegen habe ich da so zwei Tage daheim bleibe. bis ich mein Gesichtsmalerei dann mal entfernen konnte, dass die auch Abgang ist. Ne? Jetzt konnte ich heute mal nochmal zum ersten Mal unter die Leute gehen, ohne dass ich mich tot geschämt habe. Ja, das war das. Hätte ich nicht noch Aufkleber. Ich habe jetzt so alles in den Haufen geworfen. Ah, und dann habe ich mir noch die Röserlo geholt. Da bin ich jetzt schon 100 Mal dran vorbeigelatscht, aber jetzt habe ich es auch mit so mit tolle. Oh, ich bin so schlimm, ne? Ohne Witz. So, was hat jetzt? Habe ich jetzt alles gezeigt, was ich da gesagt hat? Habe ich jetzt alles? Ich muss mich kurz umgucken. Hatte ich euch die dort schon gezeigt? Ich weiß jetzt gar nicht. Das habe ich mir auch irgendwann gekauft. Oh, die sind ja auch so toll, ne? Oh. Ja, so, jetzt war ich heute schon noch eine Aufgabe für euch. Ich hätte gern von euch, dass ihr mir in die Kommentare schreibt, ne? Ich habe so ein paar Ideen, ne? Die ich gern machen würde, ne? Vielleicht auch so Follow My Life, ne? Dann. Ach. Ich traue mich gar nicht zu sagen, ne? Habe ich eine Idee zum Beispiel? Nee, das sage ich auch nicht. Das ist ein bisschen komisch. Wenn ihr doch sagen, ja, mach das, dann, oh Gott im Himmel, ne? Da komme ich in Devil's Kitchen, ne? Ja, ja. Aber was ihr mal noch sehen wollt, sagt einfach mal, weil ich bin im Moment so fantasielos, ne? Dass wirklich, wie gesagt, das Endliche, was ich hier fertig bringe, noch Action Halls sind, was ich halt kaufe. Im normale Leben hier passieren so viele witzige Sachen, die ich euch auch als morgen zeigen wird, ne? Aber ich weiß gar nicht, ob ihr das gerne sehen wollt, ne? Was hier so als passiert. Deswegen wollte ich euch mal fragen, was ihr eventuell mal sehen wollt. Ob ich, wenn ich aufräume hier zum Beispiel, ne? Da ist ja viel zu tun. Wenn ich hier am Aussortieren bin, ne? Ob ich da einfach mitfilmen soll oder ob ich da Livestream machen soll oder irgendwas. Ich weiß nicht. Sag mal, was ihr denkt, was ihr gerne sehen wollt. Doch, weiß ich, dass ich mal ein bisschen Anhaltspunkte habe, was ihr eventuell mal sehen wollt. So, habe ich jetzt sehen wollt, schon 100 Mal gesagt. Gut, das reicht auch nochmal für heute. Sei nämlich nochmal lang genug ertragen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.